Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir wieder mal einen FIFA Talk am Start. Das heißt, wir reden heute wieder über 5 Themen rund um FIFA 18, 5 interessante Dinge, 5 interessante News, die einfach in den letzten Tagen und Wochen so passiert sind. Und falls ihr natürlich mehr FIFA Talks sehen wollt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, checkt gerne auch noch Instagram ab, FIFA Allstars Underline David heiße ich dort. Und dann hindert uns eigentlich auch schon nichts mehr daran, jetzt auch mit dem ersten Thema reinzustarten und hierbei geht es um einen Spieler, der ein 83er Rating hat, keine guten Werte, aber dennoch über 80.000 Münzen wert ist. Und dabei handelt es sich um Adrien Silva. Diese Karte kannst du nämlich nicht mehr ziehen. Die Karte wurde aus dem Spiel herausgenommen. Dennoch gibt es natürlich Leute, die diese Karte besitzt haben. Ich hatte sie auch zeitweise, aber natürlich habe ich den dann auch immer wieder mal verkauft. Und ich hatte ihn, als er dann so hart gestiegen ist, leider nicht mehr im Verein. Aber Tatsache ist einfach, dass der über 80k wert ist, weil es ihn eben nicht mehr in den Packs gibt. Und dadurch ist er eben verdammt selten geworden. Ich verstehe dennoch nicht genau, warum der wirklich so viel wert ist, denn mit dieser Karte kannst du ja eigentlich fast nichts anfangen, aber Tatsache ist, der gute Mann ist einfach verdammt teuer geworden und das liegt einfach daran, dass er nicht mehr in den Packs ist, weil er irgendwie keine Spielberechtigung hat, weil der Transfer irgendwie um ein paar Sekunden zu spät abgeschlossen wurde und da hat FIFA dann gesagt, no, den können wir nicht freigeben, den Spieler, der darf keine Spiele bestreiten und deswegen ist er eben jetzt auch in FIFA im Spiel rausgenommen worden. Und falls ihr diese Info noch nicht kanntet, dann müsst ihr jetzt unbedingt in euren Verein gehen und schauen, ob ihr Adrien Silva habt, denn wenn ihr ihn habt, habt ihr einfach mal so circa 100.000 Münzen Gewinn gemacht. So Leute, bei der zweiten Info geht es um einen No-Face-Pack-Glitch in FIFA 18. Und zwar habe ich da ein Video gefunden und das seht ihr jetzt auch gerade verdammt komisch. Da kommen einfach so Karten, ja, die so mehr oder weniger durchsichtig sind und das ist einfach ein kompletter Bug. Das ist ein kompletter Fail von FIFA, also das ist so auf jeden Fall nicht gewollt. Diese Art von Karte, beziehungsweise dieser Bug, der erscheint auch manchmal bei SBCs, falls euch das schon aufgefallen ist. Falls zum Beispiel eine gesperrte Position dabei ist und ihr dann so durchscrollt bei den Spielern und dann auf diese Position geht, dann wird meistens auch so eine Art von Karte angezeigt. Ich weiß nicht, Leute, hattet ihr so einen Packlit schon mal? Wenn ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich persönlich hatte das Ganze noch nie in FIFA 18. So, beim dritten Thema geht es auch wieder um Packs und zwar um ein absolutes Packluck, welches gestern passiert ist. Und zwar hat der gute Pato einfach mal Cristiano Ronaldo gezogen. Unfassbar krasses Packluck. Das Ganze hat er natürlich live im Stream gezogen und da würde ich sagen, spiele ich euch einfach mal die Reaktion ab. So. Weitermachen. Tafel ist da. Man sieht ihm auf jeden Fall an, wie unfassbar schockiert er ist, aber ich gönne ihm auf jeden Fall unfassbar. Also einfach mal Ronaldo in dem Pack und das auch noch in Squad Battle Rewards. Also nicht mal jetzt irgendwie in einem 100k Pack oder so, sondern einfach in irgendwelchen Squad Battle, in irgendwelchen random Squad Battle Rewards. Also das ist schon verdammt geil und da kann man auf jeden Fall mal, ja, Glückwunsch sagen. Okay Leute, beim vierten Thema geht es um was, wo ich euch ein bisschen warnen will, beziehungsweise ich denke mal, die meisten von euch sind eh so intelligent, dass sie da nicht drauf reinfallen, aber ich muss es einfach mal ansprechen. Und zwar gibt es diese verdammten Coins-Glitch-Faker, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall gibt es da bestimmte Seiten, die so tun, als ob sie euch gratis Coins schenken würden. Das Ganze funktioniert natürlich nicht und da möchte ich euch auf jeden Fall davor warnen, denn diese Kanäle, beziehungsweise diese Seitenbetreiber, die schalten mittlerweile sogar Werbung auf YouTube und das finde ich verdammt dreist. Vor allem auch, dass diese Werbung zugelassen wird. Wisst ihr Leute, die machen einfach Werbung dafür, dass sie von eurem Handy 5 Euro abziehen. Denn ihr müsst, um diese Coins zu bekommen, die ihr eh nie bekommt, also das kann ich euch auch sagen, denn zum Beispiel Gustav hat schon mal ein Video dazu gemacht, also er hat das getestet und da war dann natürlich die Lösung oder das Endergebnis, dass es nicht funktioniert hat. Also da ist die 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass es nicht geht. Ganz, ganz wichtig, Leute. Also da ist absolut keine Möglichkeit da, dass es funktioniert. Das ist zu 100.000% fake. Und ja, bei diesen Seiten muss man dann eben seine Telefonnummer angeben und dann hat man da ein Abonnement
sich gekauft und das wird dann eben monatlich oder wöchentlich abgezogen. Das sind irgendwie 5 Euro pro Woche oder pro Monat, ich weiß es nicht, auf jeden Fall verliert ihr Geld. Euch wird dauerhaft Geld abgezogen, ohne dass ihr es wirklich mitbekommt und das ist eben der Trick dieser Coins-Faker-Seiten und deswegen müsst ihr da unfassbar aufpassen und ich finde es halt auch verdammt dreist, dass die Werbung schalten können, dass diese Videos einfach vorhanden sind. Ich meine, es ist ja so verdammt offensichtlich, aber der YouTube-Algorithmus, beziehungsweise nicht der Algorithmus, aber YouTube selbst erkennt sowas halt logischerweise nicht, weil das halt auch viel zu speziell ist und die sich da überhaupt nicht auskennen. Die denken sich, ja okay, da will wer Werbung schalten, wir machen die Werbung. Warum auch nicht, ja? Die kennen sich einfach nicht aus, aber ich finde es unfassbar traurig, dass diese Coins-Werbungen existieren dürfen und deswegen, Leute, ein unfassbar großes Achtung davor. Im Leben schenkt euch keiner was, ja, vor allem nicht so eine Coins-Seite, die schenkt euch nichts, zu 100% nicht. Wieso sollte irgendjemand euch gratis Coins geben? Macht niemand, so sind die Menschen nicht, das ist einfach so. Ihr bekommt vielleicht mal zu Weihnachten, zu Ostern und zum Geburtstag was geschenkt, aber nicht einfach so von irgendeiner random Seite, das ist zu 100% bestätigt, Leute, denn die ist zu 100% auf Gewinn aus und nicht darauf aus, dass ihr irgendwie Coins bekommt. Wieso denn auch? Das ist null Mehrwert für die Seite. Deswegen, Leute, unbedingt aufpassen, diese Seiten sind zu 100% fake und bitte fallt nicht auf solche Werbungen rein. Okay, Leute, das war jetzt ein etwas ernsteres Thema, aber das musste ich unbedingt mal ansprechen, weil es mich einfach schon seit mehreren Wochen beschäftigt und ich das einfach nur verdammt scheiße finde, sowas. Und ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum 5. Thema und das ist wieder was mit Packs. Also heute haben wir irgendwie ein sehr, sehr Pack-lastiges Video und zwar gab es tatsächlich einen Silber-Walkout, beziehungsweise es gibt einen Silber-Walkout und das ist Dabo aus der französischen Liga und der ist dann auch so über 30.000 Münzen wert und da ist jetzt natürlich die Theorie, dass Spieler, die viel wert sind, automatisch ein Walkout sind. Zum Beispiel jetzt Adrien Silva ist vielleicht jetzt ein Walkout. Man weiß es nicht. Den kann man natürlich jetzt nicht ziehen. Aber das sind so Theorien, dass sie nicht mehr nach dem Rating gehen, sondern nach dem Preis. Ich glaube zum Beispiel Thomas Müller ist nämlich kein Walkout, obwohl der halt ein 86er Rating hat. Und das ist schon verdammt komisch, dass dann ein 74er Spieler auf einmal ein Walkout ist. Vor allem allgemein. Ein Silberspieler, ein Walkout, das gab es bis jetzt auch noch nie. Und ich glaube auch dieser Cristiano, der ja so unfassbar viel wert ist, der ist glaube ich auch ein Walkout. Also es ist schon verdammt interessant und das wussten denke ich auch noch nicht alle, dass es tatsächlich Silber-Walkouts in FIFA 18 gibt. Okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Checkt gerne Instagram ab. FIFA Allstars Underline David heiße ich dort. Ihr könnt auch gerne noch die Links in der Beschreibung abchecken. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Also wenn ihr euch eine PSN oder Xbox-Karte oder so holen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne über meinen Link machen. Wie gesagt, damit unterstützt ihr mich. Das wäre natürlich sehr, sehr nice von euch. Vor allem, weil es für euch natürlich überhaupt nicht mehr kostet, sondern ihr zahlt halt genau das, was ihr auch ohne meinen Link zahlen würdet. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.